Uns geht's gut. Sie haben richtig gehört. Uns geht's gut. Ich frage Sie, liebe Anwesende, welches Land hat es geschafft, seit 150 Jahren, trotz vier verschiedenen Kulturen, trotz vier verschiedenen Sprachen, ohne Konflikt zusammenzuleben? Die Schweiz. Welches Land hat ein ÖV-Netz, wo über 95% von allen Ortschaften in diesem Land, und es ist ein sehr gebirgiges Land, also nicht ganz eine einfache Aufgabe, zerschliessen? Die Schweiz. Welches Land gibt der Bevölkerung jederzeit die Möglichkeit, die Verfassung abzuändern? Die Schweiz. Sehr geehrte Herren vom Gemeinderat, geschätzte Ehrenbürger, liebe Dentikerinnen und Dentiker, uns geht es nicht nur gut, uns geht es sehr gut. Ich gebe Ihnen weitere Beispiele. Welches Land bildet jährlich rund 2/3 von allen Abgängern von der obligatorischen Schulzeit so aus mit Berufslehre, dass sie anschliessend effektiv in einem Job tätig sein können? Die Schweiz. Welches Land kennt mehr als 10 verschiedene Sozialversicherungen, wo jedem Mensch, der in diesem Land in Not ist, helfen? Die Schweiz. Und welches Land kann sich leisten, mehr oder weniger von heute auf morgen zu entscheiden, die Energiequellen, die zu 40% unseren Strom herstellen, zu ersetzen? Die Schweiz. Uns geht es also wirklich gut. Aber welches Land muss seine Bevölkerung fast mit Geißeln an Turnen zwingen, damit man ein einigermaßen repräsentatives Abstimmungsergebnis bekommt? Und welches Land hat in ihrer Verfassung geschrieben, dass kein Minarett mehr verbaut werden darf? Und welches Land hat fast eine obligatorische Lizenz eingeführt für das Hüten von Götti, Gottenkind und Enkelkind? Das ist auch die Schweiz. Das ist unsere Schweiz. Das ist die Schweiz, die heute ihren 721. Geburtstag feiern. In diesem Sinn möchte ich Sie, liebe Dentikerinnen und Dentiker, recht herzlich hier auf dem Holzhof der Ortsbürgergemeinde Dentiken recht herzlich zu dieser Bundesfeier begrüßen. Es war für mich eine außerordentliche Freude, dass ich heute, respektive es ist eine außerordentliche Freude, dass ich heute vor Ihnen stehe, dass Sie sich Zeit nehmen, mir hier zuzuhören. Als ich die Einladung hatte von Rudi Würgler, habe ich mir so einige Gedanken gemacht. Ich habe mich gefragt, was kann ich denn überhaupt in Dentiken erzählen? Ich kenne ja Ihre Gemeinde gar nicht wirklich. Weil zu der Agglomeration Lenzburg gehört sie ja nicht wirklich. Und zum Seetal, ja, ich weiss nicht recht. Aber sie ist das Tor zum Freiamt. Dann habe ich mal einen Blick auf euren Ortsplan geworfen. Dann habe ich dort aber auch feststellen, sie haben eine Villmergenstrasse, sie haben eine Amerswilerstrasse, sie haben sogar eine Langelenstrasse, aber sie haben nur einen Lenzburger Weg. Also, da war ich schon ein bisschen beleidigt. Ich habe mir überlegt, wenn die Dentiker mich auch wirklich für einen 1. August dreht, oder sind sie noch auf der Suche nach einem 1. August braten? Aber ich stehe jetzt da vorne, ich fühle mich in Sicherheit, jetzt ist ja alles gut. Spass beiseite. Ich habe mich natürlich riesig gefreut über die Einladung und so viel anders als wir Lenzburger können die Dentiker ja gar nicht sein. Weil beide Gemeinden wachsen ja rasant schnell. In der Presse habe ich sogar gelesen, Dentiken sei die am schnellsten wachsende Gemeinde in der ganzen Schweiz.
Und beide Gemeinden liegen im Herzen vom schönsten Kanton der Schweiz. Und beide Gemeinden freuen sich jeden Morgen ab dem Stau bei uns an der Berufsschulkreuzung in Lenzburg. Ganz am Anfang meiner Rede habe ich Ihnen gesagt, uns ging es gut. Und habe Ihnen auch gerade meine diversen Gründe zu dieser Aussage dazu geliefert. Und zwar Gründe, wo wir echt stolz darauf sein können. Aber es gibt einen Grund, wo wir noch viel mehr stolz darauf sein können. Und das ist aus meiner Sicht auch gerade der Schlüssel zu unserem Erfolg, zum Erfolg der Schweiz. Und zwar meine ich unser politisches System. Unsere Demokratie. Aber Achtung! Demokratie können wir nicht einfach haben. Wir können nicht einfach in Volk reinlaufen und ein bisschen Demokratie kaufen. Nein, Demokratie müssen wir leben. Demokratie müssen wir trainieren, Tag für Tag. Weil Demokratie verpflichtet. Demokratie verpflichtet aber eben nicht nur die Leute, die an der Macht sind, die politische Macht haben, die gewählt worden sind, sondern jede einzelne Stimmbürgerin und jeder einzelne Stimmbürger. Der Souverän eben. Demokratie verpflichtet also Sie. Sie und mich. Sie verpflichtet uns alle. Gerade wenn die Verpflichtungen fehlen, fehlt auch die Verbindlichkeit dem Staat gegenüber. Und dann haben wir genau die Probleme, die ich auch am Anfang von unserer Rede gesagt habe, von meiner Rede gesagt habe. Da kommt eben die Schattenseite von der Demokratie zum Vorschein. Unsere Urnenabstinenz, der Baugesetzesartikel in einer Verfassung, die Kinderhütenlizenz. Zu der Urnenabstinenz. 41%, 39%, 44%, sogar 51% und 45%. Das sind die Zahlen von der Stimmbeteiligung bei Bundesvorlagen zwischen 1990 bis 2010. Wissen Sie eigentlich, was eine Demokratie und eine Diktatur gemeinsam haben? Beide Systeme haben die Gefahr, dass gewisse Leute über das Schicksal und über das Wohl von anderen Leuten entscheiden. Und wenn wir jetzt diese Zahlen anschauen, von dieser Stimmbeteiligung, dann zeigt uns das doch, dass jeder zweite Schweizer, jetzt können Sie mal alle nach rechts schauen, und dann sehen Sie die Person, die Sie dürfen über das Schicksal und über das Wohl von dieser Person entscheiden können. Und wissen Sie, was ist verrückt an dieser ganzen Sache? Es stört Sie nicht einmal. Sie finden es vielleicht sogar noch praktisch. Vielleicht können sich die einen oder anderen noch daran erinnern, wo 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Ich gebe zu, ich gehöre nicht zu denen, die sich erinnern können, aber ich habe viel darüber hören. Dort war die Situation nicht viel anders. Die eine Hälfte der Bevölkerung konnte über die andere Hälfte bestimmen. Aber das ist jetzt der grosse Unterschied zu heute. Früher hat das zu viel Unglücklichkeit geführt und heute sehe ich nicht so viele Leute, die unglücklich sind dabei. Der Unterschied ist, dass die heutige Situation absolut selbstverschuldet ist. Da kommt mir ein Zitat in den Sinn, von Immanuel Kant, den er bereits vor rund 230 Jahren mal gesagt hat. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt. Starke Worte, finden Sie nicht? Und Sie haben bis heute nichts an Ihrer Aussagekraft verloren. Gerade darum braucht es Leute wie Sie. Unser Land braucht Leute wie Sie. Sie haben richtig gehört. Leute wie sich, die sich Zeit nehmen,
sich Gedanken machen über unser Land. Leute wie Sie, die sich interessieren, sich aktiv um unsere Demokratie bemühen, vergessen sie also nie, sich informieren, eine Meinung haben und zur Urne gehen. Das sind Dienste eurem Land. Das sind Dienste genauso genau gleich wie Steuern zahlen. Es sind Dienste an unserem System, an unserer Demokratie, wo wir stolz darauf sein können. Und mehr noch. Es zeigt Respekt all denen gegenüber, die tagtäglich ihr Leben riskieren müssen, um nur ein bisschen mehr Mitspracherecht oder Freiheit sich kämpfen. Ich denke da beispielsweise an den arabischen Frühling. Freiheit ist doch das existenzielle Lebenselixier einer Demokratie. Stellen Sie sich mal eine Demokratie ohne Presse- oder Meinungsfreiheit vor. Das könnte ja nicht funktionieren. Freiheit ist aber noch viel mehr. Freiheit ist auch ein Wohlfühlfaktor. Einer, den man erst lernt schätzen, wenn er verschwunden ist. Wenn man plötzlich unfrei ist in der Wahl von seinem Beruf, wenn man plötzlich unfrei ist in der Wahl von seiner Partnerin oder vom Partner, wenn man unfrei ist in dem, was man denkt, in dem, was man tut und in dem, was man entscheidet. Wenn man unfrei ist, das Leben so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und was, wenn ich jetzt Ihnen sage, dass heutzutage ein grosser Teil von diesen Volksvertretern in allen möglichen Ämtern und Gremien der Regulationshut verfallen sind und tagtäglich drauf und dran sind, unsere Freiheit einzuschränken. Sie haben das Gefühl, sie müssen das dumme Volk für sich selber beschützen. Sie müssen entscheiden, was gut ist für uns und was nicht. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben dazu. Eins habe ich bereits gegeben. Die Lizenz für Senkel und Götti-Gottenkinder zu hüten. Das ist zum Glück nicht zustande gekommen. Aber es gibt noch weitere. Beispielsweise ein geplantes Alkoholverkaufsverbot ab dem 10 Uhr zu oben. Jugendliche sollen erst Kreditkarte ab 25 dürfen haben. Ein Importverbot für Delfine. Und noch zuletzt wollen die Gruppierungen von der SD und von den Grünliberalen im Aargau das private Feuerwerk am morgigen Tag, also am 1. August, verbieten. Die Liste könnte ich Ihnen noch bis in die Unendlichkeit verlängern. Aber da verzichte ich jetzt drauf. Die heutzutage eingeschlagene Regulierungswut ist zum Trend geworden. Auf Probleme reagieren Politiker, reagiert Politik viel zu viel mit einem Verbot. Ich kann Ihnen ein Beispiel dazu erzählen. Wie Sie bereits gehört haben, wohne ich mit der Familie in Lenzburg. Gerade in der Nähe von der Strafanstalt und von der Sportanlage. Dort bei der Sportanlage, das ist ein sehr beliebtes Ziel für Hundebesitzer und ihre Herzallerliebsten. Und die gehen dort spazieren. Jetzt komme ich genau heute, vor einer Woche, komme ich heim und sehe es schon von Weitem. Eine riesige Verbotstafel. Und zwar genau vor der Sportanlage auf dem Spazierweg. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was hat jetzt der Stadtrat Lenzburg jetzt wieder für eine gloriose Idee gehabt? Und zwar hat sie so ein grosses Verbotsschild hergestellt. Eigentlich gehört das auf der Autobahn, so gross ist das. Und sie verbietet damit, dass die Hunde nicht mehr dürfen auf dem Rasen rumlaufen. Wir wohnen seit über 20 Jahren dort und es war noch nie ein Problem gewesen. Aber jetzt plötzlich schon. So etwas ist doch einfach unverständlich. Etwas Gutes hat die Sache jedoch. Und zwar werde ich so jeden Tag daran erinnert, für was es sich lohnt, in der Politik aktiv zu sein und sich für die Freiheit einzusetzen. Politiker müssen doch einfach begreifen, oder Sie müssen halt einfach die Politiker wählen, die das begriffen haben. Noch viel besser.
Sie müssen begreifen, dass es noch andere Instrumente gibt als Verbot. Ich weiss zwar schon, ein Verbot ist das schönste Instrument. Man kann die Macht am besten demonstrieren. Aber ein erster Schritt, um ein Problem zu lösen, ist doch kein Verbot. Ein erster Schritt wäre doch mal informieren. Dann vielleicht mal in Dialog zu gehen, probieren einen Konsens zu finden. Das wäre auch schon mal etwas. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch Anreiz schaffen. Oft wird immer mit einem Verbot reagiert von der Politik. Es ist zwar das bequemste Instrument, aber was ganz klar ist, es ist immer das Schlechteste. Demokratie verpflichtet. Demokratie verpflichtet alle politischen Kräfte, möglichst auf neue Verbote zu verzichten. Sie verpflichtet aber auch alle Schweizerinnen und Schweizer, für ihre Freiheit mit aller Kraft einzustehen. Ich frage Sie, warum diskutieren wir in der Schweiz seit Jahren das Ausländerproblem? Und warum will beispielsweise kein Politiker oder keine Partei das Problem der Finanzierung von unseren Sozialversicherungen in Angriff nehmen? Das kann ich Ihnen schon sagen. Das Erste ist einfach populär. Man kann Schuldzuweisungen machen und die Lösung der Ausländerproblematik als Allerweltsheilmittel verkaufen. So gibt es sogar schon Politiker, die sagen, die Ausländer seien geschuldet der Umweltverschmutzung. Aber wenn wir doch das jetzt mal ganz sachlich anschauen, der Umwelt ist es doch gleich, ob es die Person in der Schweiz durch Energie verbraucht und CO2 produzieren oder in seinem Heimatland. Das ist doch einfach nur das Volk für dumm zu verkaufen. Ich will jetzt hier überhaupt nicht die Ausländerproblematik abspielen. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir unsere bestehenden Gesetze, unsere bestehenden Normen würden durchsetzen und die Justiz auch dementsprechend würde handeln, dann bräuchte es gar nicht einmal so ein grosses Trari-Trara um die ganze Geschichte. Sondern man könnte das Problem schon relativ schnell mal in den Griff bekommen. Und dann könnte sich Politik um andere genauso wichtige Probleme kümmern. Aber das zweite Problem, die Finanzierung der Sozialversicherungen, um nochmal auf das zurückzukommen. Das Problem wird natürlich niemand lösen. Weil das ist für den Politiker ja alles andere als attraktiv. Weil es gibt genau zwei Lösungen. Die eine ist, entweder zieht man dem Steuerzahler noch mehr Geld zum Sack aus, oder man tut einfach die Leistungen kürzen. Und beide Varianten sind für die Wählerinnen und für die Wähler, also für sie nicht attraktiv, also lässt man es gerade sein. Aber die Augen von dieser Tatsache zu verschliessen und das Sozialwerk weiterhin Tag für Tag rote Zahlen zu schreiben, das ist auch keine Lösung und alles andere als verantwortungsvoll. Weil die Schuld von heute zahlt die Generation von morgen. Und durchs Wegschauen und das Nicht-Miteinander-Reden sind noch nie Probleme gelöst worden. Das erzählt Ihnen auch der Therapeut bei der Eheberatung. Sie sehen also, Demokratie verpflichtet. Demokratie verpflichtet alle Politiker dazu, die Themen aufzugreifen, die wirklich relevant sind und dem Wohl von allen etwas beitragen. Und überhaupt nicht am Parteierfolg. Geschätzte Dintikerinnen und Dintiker, ich wünsche Ihnen eine ganz schöne 1. Augustfeier und nur das Allerbeste für Ihre Zukunft und nur das Allerbeste für die Zukunft von unserem geliebten Land, von unserer geliebten Schweiz. Und denken Sie daran, geben Sie nie Verantwortung ab. Sind Sie aktiv? Interessieren Sie sich? Gehen Sie an Turnen, motivieren Sie vielleicht auch andere Leute dazu, an Turnen zu gehen, sich zu interessieren und sich zu beteiligen. Setzen Sie Ihre Ideen um und gestalten Sie unser Land mit. Die Schweiz dankt Ihnen. Und übrigens, uns geht's gut. Ist doch schön, geht's uns gut.